Guten Morgen, ihr Lieben. Eine neue Woche ist gestartet. Ich habe heute Frühdienst. Das heißt, wir haben jetzt 7:10. Ja, 2 Wochen noch arbeiten. Dann sind für mich Sommerferien und 3 Wochen Urlaub, die ich ja nehmen muss. Ich bin da ja gebunden an die Sommerferien. Und ja... Was war am Wochenende los? Also, was war denn das für ein Spiel? Das war ja ein absoluter Wahnsinn gegen Schweden. Oh mein Gott, so ein Nervenkitzel. Ich bin ja immer so furchtbar aufgeregt und emotional. Und beim Tor, ich kann mich da immer gar nicht kontrollieren. Also ich habe mich so gefreut. Oh mein Gott, ich hoffe, das geht jetzt wirklich gut weiter. Und es geht auch noch ein bisschen weiter, weil ihr wisst, ich liebe Fußball. Es muss einfach sein und... Vor dem Achtelfinale raus wäre halt gar nichts, ne? Und im Achtelfinale raus eigentlich auch nicht. Also ich möchte schon noch ein paar Spiele gucken mit Deutschland, ja. Schauen wir mal, ich muss jetzt auf jeden Fall aufschließen. Oh, hallo, am Donnerstag früh. Ja. Ja, wir haben Donnerstag Nachmittag. Ich liege mit dem kleinen Baby im Garten. Ich glaube, England-Belgien spielt heute. Ja, genau. Ich weiß nur nicht, ob heute Nachmittag oder Abend. Naja, auf jeden Fall werde ich gleich mal reinschauen. Ja, Deutschland hat es ja verkackt. Ich war gestern echt stinkig. Also, ich liebe Fußball ja wirklich sehr, ne? Und ich freue mich, also immer schon, wenn die EM zu Ende ist, auf die WM und umgekehrt. Also, ich liebe das wirklich, und dann so eine Grütze. Also diese Mannschaft hat es wirklich null verdient, weiterzukommen. Also es ist wirklich sehr, sehr traurig und schade, weil ich hätte es schon verdient, eine schöne WM zu kriegen, nachdem Hamburg schon abgestiegen ist und so. Also ja, ich habe... Hey! Pibi! ja... Ich hatte mich wirklich sehr gefreut. Ja, hat nicht sollen sein. Ich war gestern Abend dann, oh Mann, nach dem Spiel noch auf dem Elternabend und war dann erst um 9 zu Hause. Also es war echt ein anstrengender Tag gestern. Ja, jetzt muss ich morgen noch arbeiten und dann nur noch eine Woche. Und dann sind 3 Wochen Ferien, 3 Wochen Urlaub. Und geplant haben wir jetzt bisher eigentlich nur eine Sache. Und zwar, dass wir zu Jans Familie fahren, also zu Jans Oma und seinem Onkel, nach Braunschweig. Das werden wir auf jeden Fall ein Wochenende mal in Angriff nehmen. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so los ist. Thank you.
Wochenende. Juhu, dementsprechend haben wir jetzt Freitag. Ich bin gerade zu Hause angekommen. Ich war heute mit meiner Schwester auf einem, ja, offiziell nennt er sich Himbeerhof. Es ist ein Hof, wo man halt verschiedene Obstsorten selber pflücken kann. Und ja, wir haben Erdbeeren gepflückt und Himbeeren und Kirschen. Ich zeig euch mal kurz meine Ausbeute. Also ich habe von allem so ein bisschen was gepflückt. Das ist ja auch nur für Jan und mich. Die Kirschen schmecken eigentlich gar nicht so wirklich gut. Die sind auch so ein bisschen weich. Also die Bäume waren voll von Kirschen. Aber irgendwie, die schmecken mir nur so mittel. Aber die Erdbeeren und die Himbeeren sind wirklich wahnsinnig lecker. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, das alles mit Jan zusammen aufzuessen. Ich hoffe, wir schaffen das auch, bevor irgendwas schlecht wird. Ja, und jetzt mache ich mich erstmal ein bisschen frisch, kümmere mich um meine Blümchen. Und dann werde ich noch eine Kleinigkeit essen, weil irgendwie habe ich total Hunger nach diesem ganzen Süßessen. Irgendwas Herzhaftes, Kleines. Und dann fahren Jan und ich nachher noch einkaufen, wenn er pünktlich von der Arbeit kommt. Habe ich eigentlich echt null Bock drauf, aber es muss ja gemacht werden. Und dann haben wir das jedenfalls fürs Wochenende weg. Und ja, am Wochenende ist jetzt nichts Spezielles geplant. Ich werde auf jeden Fall im Garten ein bisschen Unkraut jäten. Das ist nämlich wahnsinnig, was aus diesem Mutterboden, den wir ja neu bekommen haben, was da an Unkraut wächst. Also holy moly, da muss ich dringend mal bei. Und ansonsten Videos drehen und so weiter natürlich. Und dann einfach mal schauen. Wetter soll ja sehr gut bleiben und dann ist es, finde ich, umso schöner.